Auf TikTok bekommt man ja eine Menge Scheiße geboten. Manche Videos sind ganz witzig, andere hilfreich und wieder andere sind ziemlich gefährlich. Besonders fatal sind die, die hilfreich gemeint sind, aber aufgrund von Fehlinformationen nach hinten losgehen können. Insbesondere gilt das für Fitness-Tipps. Ich habe mal ein bisschen auf TikTok rumgestöbert und 5 Tipps rausgesucht, die wir vielleicht nicht blind befolgen sollten. Gleich von vorne weg, mir geht es in diesem Video nicht darum, irgendwelche Leute zu bashen, sondern einfach nur die Aussagen richtig zu stellen und zu erklären, warum es anders vielleicht besser wäre. Let's go. Video Nummer 1. Mit diesen Abnehmtipps garantiere ich euch, werdet ihr Sommer 2023 snatched aussehen. Wie die meisten wissen, habe ich mit der Ketogen-Diät und Intervallfasten 60 Kilo in 4 Monaten abgenommen und das sind 3 meiner Tipps. 60 Kilo in 4 Monaten? What the fuck? Das ist crazy. An der Stelle schon mal fetten Respekt für diese Hammerleistung. Das, wow. Also Intervallfasten und ketogene Diät und dann ist alles gut. Mal schauen, was sie noch sagt. Erstens, ihr müsst auf Kohlenhydrate verzichten. Jedenfalls habe ich es so gemacht. Ich habe die ketogene Diät gemacht und die Carnivore-Diät. Bei der ketogenen Diät müsst ihr nur bis zu 20 Gramm Kohlenhydrate pro Tag essen. Und mit Carnivore verzichtet ihr komplett auf Kohlenhydrate. Es ist sehr unkompliziert. Ihr müsst nur auf eure Kohlenhydrate achten. Da spielen die Kalorien eigentlich keine Rolle, da ihr eh nur bis zu 20 Gramm Kohlenhydrate essen müsst. Immer diese bösen Kohlenhydrate, gell? Lass die Kohlenhydrate weg und dann spielen die Kalorien eigentlich keine Rolle. Diese Aussage ist leider etwas problematisch, weil nur weil wir keine Kohlenhydrate essen, sind die Gesetze der Kalorienbilanz nicht außer Kraft gesetzt. Wenn wir 3000 Kalorien in Fetten und Protein essen und Kohlenhydrate weglassen, aber nur einen Verbrauch von 2500 haben, haben wir immer noch einen Überschuss von 500 Kalorien. Es ist egal, ob wir Kohlenhydrate gegessen haben oder nicht, sondern einfach, weil wir diesen Überschuss haben. Sie sagt doch am Anfang, sie hat Intervallfasten und ketogene Diät gemacht. Ketogene Diät ist super, für manche ist es besser, für andere eher weniger sinnvoll. Aber was sie gemacht hat, ist, sie hat eine Diät gemacht und Intervallfasten. Also sie hat darauf geachtet, wie viele Kalorien sie isst oder automatisch weniger Kalorien gegessen, als sie es zuvor gemacht hat durch das Fasten. Und deswegen hat sie 60 Kilo in 4 Monaten abgenommen. Kohlenhydrate, ja, sie haben ihre Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, dass man bei irgendwie so Zucker und schnellen Kohlenhydraten, kurzkettigen Kohlenhydraten, schnell wieder Heißhunger bekommt. Proteine und Fette sättigen einfach mehr. Aber es hat nichts damit zu tun, dass man nur Kohlenhydrate weggelassen hat. Deswegen, das ist kein Fadenscheinen zu sagen, ich lasse die Kohlenhydrate weg und dann esse ich, wie ich will. Und man wundert sich dann, warum nehme ich nicht ab? Nein, weil wir immer noch mehr essen, als wir verbrauchen. Und darauf kommt es am Ende des Tages. Tipp Nummer 2, trainiert bis an euer Muskelversagen. Trainiert bis an euer Muskelversagen. Ich glaube, er sagt noch was dazu. Um langfristig gesehen gut Muskeln aufzubauen, müsst ihr euer Muskel ja einen richtigen Reiz zum Wachsen setzen. Das stimmt. Das bedeutet also, dass ihr wirklich hart während des Trainings trainieren müsst. Ihr solltet versuchen, in jedem Satz knapp, wenn nicht sogar ans Muskelversagen zu gehen. Okay, er hat es nochmal gemacht, jetzt muss ich stoppen. Ah, ich verstehe, was er meint und ich stimme ihm vollkommen zu. Wir müssen hart trainieren, wir müssen dem Körper immer wieder neue Reize setzen, damit er wächst, damit er stärker wird. Aber immer ans Muskelversagen zu gehen, das ist das perfekte Rezept, um ins Übertraining zu kommen und irgendwelche blöden Verletzungen zu riskieren. In fast jeden oder so gut wie jeden Satz ans Muskelversagen zu gehen, bitte macht das nicht. Wenn man einen gescheiten Trainingsplan hat, dann baut man das Woche zu Woche auf und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man wirklich ans Muskelversagen geht, also so viele Wiederholungen macht, dass gar nichts mehr geht, aber nicht jede Woche und nicht jeder Satz vor allem. Das ist ganz, ganz fatal. Was wir machen sollten, ist jede Woche oder regelmäßig unsere Belastung steigern, progressive Belastungssteigerung. Das sorgt dafür, dass wir stärker werden und trainingswirksame Reize setzen. Das heißt, das Training von heute muss härter sein als das, das wir letzte Woche gemacht haben. Wichtig ist aber auch, dass wir uns regelmäßig Regenerationszeiten, ich sag mal, wenn wir so eine Woche hatten, wo wir wirklich mal überall ans Muskelversagen gegangen sind, dann ist die nächste Woche eigentlich eine entspannte, wo wir uns wieder erholen können, wo der Körper wieder genug Kapazität bekommt, um sich zu erholen, um dann die nächsten Wochen dann wieder richtig reinzuhauen. So können wir uns von Woche zu Woche, Monat zu Monat, Jahr für Jahr steigern, ohne blöde Plateaus zu riskieren oder vor allem Verletzungen zu riskieren und somit immer besser zu werden. Lieber 1-2 Wiederholungen im Tank lassen und dann die nächste Woche nur noch eine Wiederholung im Tank lassen und dann die
die Woche drauf gehen wir komplett bis ans Muskelversagen. Aber wie gesagt, nicht jedes Mal. Video Nummer 3. Ich habe hier 3 Tipps für dich, wenn du im Gym noch keine richtigen Erfolge siehst. Erstens, du machst zu viele Wiederholungen. Jetzt gerade im neuen Jahr sehe ich wieder ganz viele Leute im Gym, die neu angefangen haben, die wirklich viel zu viele Wiederholungen machen. Du solltest zwischen 6 und 8 Wiederholungen machen. Wenn du wieder zum ersten Mal schwereres Gewicht hernimmst, dann können es auch nur 3 bis 5 Wiederholungen sein. Du solltest 6 bis 8 Wiederholungen machen. Punkt. Wer bist du? Was sind deine Ziele? Wie viel Erfahrung hast du schon? Es fehlt so viel bei dieser Aussage mit, du machst zu viele Wiederholungen. Wenn ein Neuanfänger das Beispiel des hier anbringt, das sind viele neue Leute im Gym, Neuanfänger, wenn er zu mir im Coaching sagt, hey Paul, ich habe dieses TikTok gesehen und sie hat gesagt, 6 bis 8 Wiederholungen, das ist der perfekte Bereich, das würde ich jetzt gerne machen, dann würde ich sagen, das machen wir jetzt lieber nicht, weil du hast erst angefangen und 6 bis 8 Wiederholungen bedeutet, du benutzt viel Gewicht und wahrscheinlich wirst du das dann nicht so sauber ausführen. Deswegen ist überhaupt nichts Verkehrtes dran, 10 bis 15 Wiederholungen zu machen, um erstmal mit leichtem Gewicht die richtige Technik zu erlernen, bevor man in so Wiederholungsbereiche wie 6 bis 8 oder sogar 3 bis 5 geht. Wenn man in so krassen Intensitätsbereichen unterwegs ist, sollte man die Technik perfekt beherrschen. Und das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wir können das nicht einfach so hinstellen und sagen, 6 bis 8 Wiederholungen, wenn das jetzt jemand zieht und es einfach so annimmt und sich dann verletzt. Schwierig, schwierig, ja. Deswegen immer für den eigenen Fall denken. Anfänger, 10 bis 15 Wiederholungen, gar kein Problem. Ich trainiere gerade mit 8 bis 12 Wiederholungen, auch kein Problem. Es gibt Leute, die trainieren 1 bis 5, 15 bis 30. Es kommt immer auf den individuellen Fall an. Wir sollten immer für uns schauen. Muskeln aufbauen tun wir eigentlich in jedem Bereich. In manchen mehr, in anderen eher weniger. Bei weniger Wiederholungen trainieren wir eher die Kraft, bei mehr Wiederholungen eher die Kraftausdauer, irgendwas dazwischen. Eher Muskelaufbau. Es kommt immer ganz drauf an, was wir erreichen wollen. Deswegen müssen wir sowas mehr ausführen, nicht einfach hinstellen. Für wen ist es und was sollte man dabei beachten bei 6 bis 8 Wiederholungen? Und zu guter Letzt, mach dir nicht so viel Stress, ob du jede Übung perfekt machst. Am Anfang ist es normal, dass man ein paar Fehler hier und da macht, aber das zählt nicht, weil am Anfang baust du so oder so Muskeln auf. Solange du dich konzentrierst, alles richtig zu machen und dein Bestes gibst, sowie bis zum Muskelversagen trainierst. Oh, wenn du es. Okay, das Thema mit dem Muskelversagen hatten wir vorhin schon, aber mit dem mach dir nicht so viel Stress, ob jede Übung perfekt ausgeführt ist. Ich verstehe, was er meint und wir sollten uns keinen Stress machen. Aber gerade am Anfang ist es wirklich wichtig, dass wir die Übungen so perfekt wie möglich versuchen auszuführen. Und ich sage das, damit man es nicht einfach so leicht hinnimmt und ja, okay, ich muss nicht alles so ganz, ganz perfekt machen. Ich muss nicht penibel darauf achten. Alle Bewegungsmuster, die wir uns am Anfang aneignen und an die wir uns gewöhnen, es wird so, so viel schwerer, das später wieder zu verlernen. Deswegen am Anfang wirklich keine Scheu haben, zu Trainern zu gehen, zu Leuten, die erfahrener sind, um die perfekte Technik zu erlernen. Ich mache das jetzt schon so lange, aber ich frage meine Leute, die um mich herum sind, immer, hey, wie sieht es aus, wenn ich beim Kreuzheben bin zum Beispiel? Wie sah diese Wiederholung aus? Werde ich irgendwie, habe ich zu viel Gewicht und mache deswegen die Technik schlecht? Ich frage bis heute immer und immer wieder, weil die Technik so wichtig ist und wir sollten wirklich darauf achten. Die perfekte Ausführung ist alles im Kraftsport, sonst verletzt man sich und man trainiert die falschen Muskeln und deshalb genau. Dann auch einer meiner Lieblingstipps geworden. Cardio am Anfang ist für die Ausdauer und das Cardio am Ende hilft bei der Fettverbrennung. Das habe ich mir mega zu Cardio am Anfang ist für die Ausdauer und Cardio am Ende ist für die Fettverbrennung. Cardio ist immer für die Ausdauer und Cardio hilft auch immer bei der Fettverbrennung. Ich weiß, was Leute oft sagen mit mach lieber Cardio nach dem Training, nach dem Krafttraining und da stehe ich auch total dahinter und sage das auch immer, aber nicht, weil das eine für die Ausdauer ist und das andere eher für die Fettverbrennung, sondern einfach, weil wir fürs Krafttraining Kohlenhydrate brauchen. Und wenn wir jetzt vor dem Krafttraining irgendwie krasses Cardio-Training machen, wo wir all diese Kohlenhydrate verbrauchen, weil wir nicht locker trainieren, sondern wirklich in einer hohen Intensität, dann können wir kein effektives Krafttraining durchziehen. Deswegen sage ich immer, am Anfang 5 bis 10 Minuten locker aufwärmen, wirklich locker. Man sollte sich noch ganz, ganz locker unterhalten können, um den Körper auf Temperatur zu bringen. Dann macht man sein Krafttraining. Dort verbrauchen wir dann die wertvollen Kohlenhydrate, die wir wirklich fürs Krafttraining brauchen. Und zu guter Letzt machen wir dann unser Cardio-Training zum Schluss, weil wir dann noch die restlichen Kohlenhydrate, die in unseren Muskeln gespeichert sind und im Körper gespeichert sind, dann verbrauchen und dann noch die Fettreserven an unserem Körper. Und da macht es dann Sinn, dass es dann eher bei der Fettverbrennung hilft.
hilft am Ende, weil es dann gezielt Fett verbrennt. Aber Cardio im Generellen hilft immer bei der Ausdauer und es verbrennt immer Kalorien, also Energie, und das führt dann zum Fettabbau am Ende des Tages. Und deswegen ist diese Aussage so halb richtig. Und das waren 5 TikTok-Fitness-Tipps, denen wir nicht blind folgen sollten. Wenn ihr noch weitere Tipps gesehen habt, wo ihr euch unsicher seid und euch fragt, war das so richtig, dann markiert mich gerne auf Instagram oder TikTok @paulcondocci, dann schaue ich mir das gerne an. Ansonsten hoffe ich, dieses Video hat euch geholfen. Wir sehen uns im nächsten. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dahin. Always keep going.